Moin Leute und herzlich willkommen hier beim Osti, beim LS19. Geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir wollten jetzt zusammen den Gruber noch ansetzen nach unseren Schwierigkeiten mit der Spritze das letzte Mal. So, ich habe mal ein bisschen an Soundeinstellungen rumgespielt. Schauen wir mal, wie es wird. Probeaufnahmen waren alles super, aber ich muss echt sagen, man hat Probleme, wenn wenn man nah dran ist an den Fahrzeugen, ist es extrem laut. Finde ich ein bisschen krass, aber okay. So. Der Grobot, da müssen wir noch warten, bis es fertig ist. Der sät noch schön vor sich hin. Gedüngt ist alles. Wie sehen denn eigentlich unsere Tanks aus? Können wir noch was wegfahren? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich würde halt gerne auch noch mal ein bisschen was ausprobieren mit euch. Nicht einfach nur hier Tritratralala. Wir gucken einfach mal ein bisschen rum. Wegen Traktoren, es gab auch Updates. Wir haben jetzt den Lamborghini mit drin und die Big Butt sind jetzt auch mit drin. Die guten Stücke kosten natürlich gleich mal wieder 225.000 und 405.000. Ist ganz schön happig. Und wo ist denn der Lamborghini? Ich sehe den Lamborghini jetzt nicht. Den hatte ich eigentlich mit installiert, aber gut. So, und Felder. Eigentlich wollte ich ja auch noch ein Feld kaufen. Das hat man ja noch nicht gekauft, ne? Und zwar die 18 kostet 180.000. Das heißt, wir müssen jetzt doch mal zur Bank rüber schnippeln. Und werden uns da ein bisschen was aufnehmen. $180.000 waren's. Wir werden auch die 180.000 machen, wenn es funktioniert. Es funktioniert. So. Okay, genau so machen wir das. Dann kaufen wir uns das Feld 18. Wow. Was geht denn auf dem Feld 18 überhaupt ab? Wir gucken mal schnell hin. So, der ist fertig mit 10. Der kann eigentlich gleich hier drüben weitermachen. Wir gucken mal schnell, was der Phase ist. Okay, dann muss auf jeden Fall, gehört mir, gedüngt 0, Unkraut 100%. Alles klar. Das heißt, erstmal Unkraut extra drauf. Säen und düngen. So, ganz schön holprig hier die ganze Angelegenheit. So. Was haben wir jetzt hier in der... Oh, Entschuldigung. Was haben wir denn jetzt hier in der Spritze drin? Das ist erstmal die Frage. Da haben wir Unkraut extra drin. Das ist geil, das machen wir schnell selber. Und werden dann auf jeden Fall das ist auch sehr geil. So, Alter, komm, mach das Ding auf. So. Oder wollen wir den? Komm, wir machen schnell hier. Da soll mal zügig drüber spritzen. Und wir werden den mit der Saat schon ansetzen. Und dann zum Schluss noch düngen, wenn fertig gesät ist. Ich glaube, wir brauchen eine größere Sämaschine, weil mit dem Ding
Alter, ganz ehrlich, da gewinnst du keinen Krieg. Und zwar Saat wählen. Ich wollte eigentlich mal Raps, das müsste ja Raps sein, ne? Dann können wir den hier schön losschicken. Und das Feld ist ganz schön groß, finde ich. Ich glaube, das war eine gute Investition. So. Klappt da jetzt ein, fährt da rum. Was hat er vor? Was macht er? Gut. Ja, dann passt das ja. Ist ja auch nur zur Unkrautentfernung gedacht, also von daher zerfahren kann er nichts. So, richtig was los hier jetzt. Und ich frage mich ernsthaft, warum das Weizen hier noch nicht fertig ist. Der kommt da langsam mit seinem Grubber näher, weißt du? Und wir stehen hier, können ich abernten. So, wir haben jetzt keinen Traktor frei, um irgendwas zu machen. Wir fahren mal Zug. Nee, ich glaube, das ist zu langweilig. Geht halt am Anfang nicht so schnell, was wir noch machen könnten. Wir gucken mal nach einer größeren Sämaschine. Wo stehen denn die guten Sämaschinen? Schneidwerk, Ladewagen. Ihr habt es bestimmt natürlich längst gesehen, wenn man selber zockt. Wisst ihr ja selber. Sämaschinen. Schneidwerk. Die müssen eigentlich auch mit dir stehen, nur Pflanzenschutz, Seetechnik. Puh, Alter, 30.000, du die gleichzeitig bietet zudem die Möglichkeit direkt Saat, kein vorheriges Grubbern. Na, das wäre auf jeden Fall mal was. 30.000. Ich meine, die andere können wir ja dann verkaufen. Komm, wir kaufen die. Was gibt es da jetzt noch für Auswahl? Keine. Ist halt einfach so, die Wäderstat Spirit R300S. Basiskosten, bla bla bla. Wir wollen nicht mieten, wir wollen kaufen eigentlich. So, das wären 30.000. Okay. Wo ist denn unser... Der hat gerade einwandfrei. Da können wir direkt zum Händler fahren. So, und da holen wir die neue Sämaschine. Also mal gucken, ob ich hier richtig fahre. Händler war unten rechts, genau. Erstmal wieder ein bisschen reinkommen, ihr habt ja gemerkt, ich versuche jeden Tag was rauszubringen, aber manchmal geht es halt einfach nicht. Und ich gebe trotzdem mein Bestes. Ist momentan gerade ein bisschen viel los. Macht er was? Ja, der fährt, okay. Ist gar nicht mal so schlecht, dass er mit dem Grubber ein bisschen langsamer ist. Da wird vielleicht die Saat in der Zeit auch fertig, können wir das Weizen noch ernten. Und mir sind meine anderen Kopfhörer abgeschmiert. Deswegen habe ich diese fetten Klopfer auf. Die sind nicht nur sehr unbequem, man schwitzt auch sehr schnell mit den Kopfhörern. Beziehungsweise die Ohren. So. Achtung.
Alter. So, weg mit dem alten Ding. Ich hoffe, dass unser Fahrzeug auch dementsprechend gerecht ist. Aber komm, wir verkaufen das erstmal. Alter, jetzt dreh dich doch mal rum hier, das dauert. So. Hä? Warum? Och, Mann. So. Wie viel kriegen wir dafür? 10.000? Okay, das geht in Ordnung. Die neue angehangen. Ist natürlich leer jetzt. Wir fahren den erstmal schnell weg. Grubbern brauchen wir eh nicht mehr. Hatten wir jetzt noch Saat auf dem Hof? Das ist die Frage. Waren das Packs? Ich hab's schon wieder voll vergessen, wo man Saatgut herbekommt. Also wir sehen, wir müssen das eindeutig öfter spielen. So. Alter, mach keine Faxen hier. War so geplant. Das Saatgut, wo war das denn? Gab's das im Shop, das Saatgut? Palettenballen. Paletten. Hafer, okay. Saatgut, Big Bag. Hat man davon noch eins rumstehen? Ich hab keine Ahnung. Kauft es. So, zwei Stück. Und dann können wir hier direkt zuschlagen. So, zwei Packs rein. Und da ist das Ding immer noch nicht voll. Aber das soll erstmal von Anfang reichen. Oh, Nase krabbelt. So. Und dann setzen wir den dort auf dem Feld an, wo wir jetzt gerade die Sämaschine abgezogen haben. Alter. Irgendwas an der Nase. Sauberes Ding. Also nicht meine Nase, sondern dass das jetzt so hier klappt alles. Das sind natürlich enorme Ausgaben schon wieder, aber ich hoffe, dass wir das alles schnell und sauber wieder reinbekommen. Dass wir das natürlich auch schnell zahlen können, hätten wir auch Straße weiterfahren können. So. Kann man die noch aufklappen? Ne, die ist genauso groß. Ne? Wir sparen uns jetzt einfach nur den Grupper. Die ist schon aufgeklappt. Aber wir sparen uns den Grubber. Na dann. Sehr schön. Ja, könnte schneller gehen, aber was will man erwarten? Genau, und der kommt jetzt hier einfach nicht mehr weiter. Weil da der Drescher noch steht. Dann können wir das mal eben fix machen. Wird bestimmt nicht so geil.
Dann kroppern wir eben mal fix hier drüber. Obwohl wir das ja eigentlich nicht mehr brauchen, ne? Kroppern ist ja ab jetzt Quatsch, wenn wir die neue Sämaschine drauf ansetzen. Könnten wir ja den Grupper eigentlich auch noch verkaufen. Aber ich lasse ihn erstmal hier liegen. So. Okay, Unkraut-Ex-Hammer. Das Feld wächst und gedeiht dann hier, ne? Das ist ja gepflanzt. Hafer, im Wachstum. Gedüngt. Warum ist denn das so unterschiedlich? 34, 0. Achso, jetzt war ich auf der Wiese. Hier ist 0 gedüngt. Muss man das einarbeiten? Ey, muss man das echt einarbeiten? Muss das vorher drauf? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Würde mich mal brennend interessieren. Sieht schon sehr eindrucksvoll aus, die neue Sämaschine. Also ich finde die richtig hübsch. Aber da hätten wir jetzt vorher eigentlich den Düngerheini drüber jagen müssen, ne? Okay. Nun sind wir ja eigentlich leider schon wieder fast am Folgenende. Mich hätte nur mal interessiert, was wir jetzt noch an Kredit aufnehmen können. Das ist jetzt mal noch eine große Frage. Und zwar... Na komm schon. Hallo? Okay. Wie viel kann man denn noch aufnehmen? So wie es aussieht, mehr als genug. Okay, alles klar. ...180.000 waren es, ne? Aber man kann da schon einiges machen. So. Das sehen wir aber dann alles in der nächsten Folge. Gern würde ich noch Tiere hinzufügen, ja, ein paar Gatter hinstellen. Und lasst euch gut gehen bis dahin. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Osti. Ciao.